Willkommen zu einer neuen Runde Infestation Survivor Stories. Mit dabei ist der Paluso LP. Huhu. Und der DCTV. Hallöchen. So, der DCTV und ich hier haben uns schon im Vorfeld getroffen. Der Paluso wartet noch irgendwo da hinten. Wir sehen ihn schon. Der kommt. Ja, ich sehe euch auch schon, nur ich habe hier vor mir so viele Zombies. Ja, wir sind hier. Alter, das werden ja immer mehr. Ja, ja, der DCTV, der ist hier erfahren, der. Ist ein Veteran in dem Spiel, der macht ja, das schon, sozusagen. Genau. Nicht so wie wir zwei Noobs letztes Mal, wo wir total in Panik geraten sind und ich dich aus Versehen umgebracht habe. Genau. Nicht gestorben durch Zombies, nein. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hast du einen liegenden Spieler aufgeweckt? Ja. Das erklärt einiges. Da ist noch einer, Hilfe. Panik. Panik. Stirb doch jetzt nicht gleich zu Anfang. Hab ich nicht vor. Aber ich hab keine Waffen, ich kann mich nicht wehren, weißt du? Wir dann, kommen dann ja schon. Lauf mal zu uns! Ah, da ist der nächste Depp! Akro ist dein Lieblingswort, kann das sein? Ja, so neben Konstrukt und anderen Wörtern wie Doom. Oh. Ja. Oh. Dein Zombie ist aber noch nicht, doch, ist er wohl. Da ist ja noch einer. Da sind überall welche. Alter, zu viele! Mami ist gerade nicht da. Gott. So, und nun? Jo, also wir? Das ist der Mammut. Hi. Jetzt seht ihr ihn mal bei Tag. Und da ist der DCTV. Ja. Ja, und nun? Jetzt machen wir erstmal Lagerfeuer, ne? Machen uns ein paar Marshmallows. Genau, wir campen jetzt hier. Genau. Wir campen jetzt hier. Und so. Dann freuen wir uns. Hier ist schön. Ja, hier ist schön, ne? Ja, das sieht auch gar nicht komisch aus, meine Haltung hier, wenn ich so rumhocke, ne? Aber okay. Nee. Meine irgendwie, naja, egal. Wollen wir nicht drauf eingehen. Ja, gut. Gut, ich brauche erstmal Klamotten. Ich habe nämlich nichts. Ja, sollen wir dann hier das Dörfchen da durchsuchen? Würde ich sagen, ihr seid gerade mal meine Beschützer. Er ist Beschützer, ich bin nur der mit dem Baseballschläger. Okay, dann nehme ich mal die Waffe, ne? Genau. Mach mal das mit ordentlich. Er hat eine Waffe. Ja, aber nur eine ganz Da werde ich ja ganz feucht, du. Mammon hat gesagt, ich darf nicht meine großen Waffen mitnehmen. Genau, besser ist das. Weil damit richtest du mehr Tod und Verderben an, als gewollt ist. Warum rennt ihr jetzt direkt auf die Zombies zu? Weil wir es können. Doch verrückt. Siehst du, er haut die einfach so weg. Und ich habe auch einen Baseballschläger. Okay. Ja, wir kommen hier von der Straße, Alter. Bei mir leckt's gerade übelst, warum auch immer. Naja, passt schon irgendwie. So was passiert, das ist ein Feature. Also das ist ein Vogel. Ja. Aber es ist ein Zombie-Vogel. Auf du. Gab's nicht bei Resident Evil bei einer der letzten Teile irgendwie diese Zombie-Krähen da? Ja. In dem Film, ja. Es gab's ja auch ein Spiel. Ah ja, stimmt, genau. Im sechsten Teil? Fünften Teil? Ich weiß es nicht mehr. Nee, vierter Teil. Ich weiß gar nicht. Ich kann, glaube ich, gar nicht so viel Schmerzmittel fressen, wie der Mammut mir mit dem Baseballschlägel draufhaut. Sorry. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ja, ich wollte halt es auch für dich ein bisschen, ne, spannender gestalten. Ja, es ist sonst. Und vor allem einmal kurz zur Info, das ist auch die Stadt, wo wir letztes Mal verreckt sind, Mammut, ne? Nein, ist mir aufgefallen. Ja, jetzt seht ihr die mal bei Tag. Dies macht sie nicht besser. Hier ist ja absolut nichts. Ja, habt ihr schon alles ausgeräumt oder was? Also hier war ich schon, ja. Okay. Hier im Supermarkt, da rechts, würde ich mal reinschauen. Ich gehe schon. Da gibt es eigentlich immer ganz, ganz gute Sachen, ne? Und hier liegt Schokoriegel. Nein, den will ich nicht. Ich will irgendwas zum Schlagen. Ich fühle mich so wehrlos. Hier liegt ein Schokoriegel. Ich fühle mich so wehrlos. Und hier eine Limo-Dose. Ich fühle mich so wehrlos! Und hier ein chemisches Licht. Und da auch noch eins. Und da einen Dosentunfisch. Gibt's echt jede Menge Zeug. Ich fühle mich so wehrlos. Oh Mann, ey. Alter Vater. Der DC, der schlägt sich ja einfach nur durch. Ja, der schnitzelt sich durch. Ich guck mal hier so ein bisschen nach Waffen.
Ja, weil hier dieser Personenschutz ist ja ganz nett, aber auf Dauer. Ich will mich selbst verteidigen. Ja, eben, das kostet Zombie, nur Leben. Zombie! Da, ich habe eine gefunden. Was hast du denn gefunden? Ich muss nur noch hinter dem Zaun. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas gefunden. Ich muss nur hinter den Zaun. Oh, ich habe hier übrigens einen mittleren Rucksack gefunden. Oh, nice. Den könnt ihr euch mal holen. Ich hoffe, hier ist kein Zombie. Ich glaube, ich habe eine Pumpgun gefunden. Ja, das sieht gut aus. Das sieht aus wie ein Gewehr. Das ist ein Gewehr. Eine Kruger habe ich gefunden. 22. Ja, die ist nicht schlecht. Aber Mammut? Ja? Du kannst ja mal zu mir hier kommen. Aber nur mit 7 Schuss. Ich will irgendwas zum Schlagen. Genau. Und in dem Haus hier drin ist ein mittlerer Rucksack. Dann hast du schon mal ein bisschen mehr Inventarmöglichkeit. Sehr gerne. Und eine schwarze Maske. Ich will jetzt irgendwie was zum Schlagen auch, weil mit dem Ding kann man ja nicht schlagen. Ist die schwarze Maske gut? Wenn du zu mir kommst. Ja. Hier ist auch ein Baseballschläger. Oh, super. Ich hab schon wieder Akro. Weil ich glaube, die Schusswaffen benutze ich nämlich eher dann für Gegenspieler und so. Genau. Ja, wird ein bisschen Munition sparen, ist ja eh sehr rar. Ja, eben. Sehr rar gesät. Was habe ich denn hier? Achso, das chemische Licht. So, nächster Zombie down. Alter, ist das eine Wumme, wenn die am Rucksack hängt. Gibt's da im Haus noch was? Nee. Doch, oben im Baseballschläger und Chips, aber ist jetzt Chips. Eher unsichtbar. Chips! 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 Ich meine, es ist ja auch ein weit verbreitetes Gerücht, dass Let's Player wirklich Chips essen, ne? Ja. Nein. Und Cola und so. Chips esse ich nicht. Das ich fettet auch nur die Finger an. Dinger. Nee, das fettet so die Finger an beim Zocken, das ist scheiße. Ja, deswegen mache ich das ja auch nicht beim Zocken. Ich habe da eher eine große Schüssel. Und da tauche ich mal ab und zu mal neben dem Let's Play und moderieren dann so den Kopf rein. Das klappt immer auch ganz gut. Ja, einfach so mit dem Kopf mal kurz. Alter, geh, sterben, stirb, stirb, stirb. Geht doch. Und Geld hat er fallen lassen. Ist ja, glaube ich, auch recht rar, ne? Auch schön, dass das Gras durch den Boden im Haus wächst. Das ist ein altes Haus. Das ist eine Apokalypse, hallo? Genau. Ja. Wächst das Gras auf einmal durch den Holzboden. So natürlich, den durch die Ritze. Überall. Auch da, durch die Ritze, natürlich. Sind. Ja, natürlich. Ja. Ich lasse euch mal. Ich weiß gar nicht, wo ihr dann hin wollt. Also wart ihr schon Richtung Whitestone unterwegs? Wir waren noch nicht. Wir waren maximal hier. Genau. Okay, weil es gibt nämlich hier in der Nähe, gibt's, wenn ihr auf die Karte guckt, gibt es unterhalb von Whitestone diesen See. Moment, wo ist Whitestone? Direkt vor uns eigentlich. Whitestone mal. Ja. Genau. Ja, den See, genau, dieser See. Und da in dieser Bergfalte, also auf der oberen Seite des Sees, da ist ein Autofrack. Und in diesem Autofrack sind 1 bis 2 Itemkisten nämlich. Itemkisten? Genau. Was hat es damit auf sich? Und in diesem Itemkisten, also man findet ja Waffen, Schusswaffen und auch Schlagwaffen, alles so hier auch rumliegend. Spezielle Waffen findet man aber nur in sogenannten Itemkisten. Das sind kleine Holzboxen, die lustig leuchten und da findet man die. Also wenn ihr sowas zum Beispiel auf einer Militärbasis seht, dann immer sofort ran, weil da habt ihr dann eigentlich die Chance, was sich gute Waffen zu finden, wie eine SCAR, eine M4 oder eine Sniper mal, etc. Na dann okay. Auf. Und bei Whitestone unten, da findet man leider so gute Waffen nicht. Also das Beste, was man da so finden kann, ist, glaube ich, eine AKM oder mal eine Saiga, ein Samurai-Schwert, Hammer, Baseballschläger. Aber sag da nicht Mammut hat schon wieder Mammut hat schon wieder Face-Aggro. Nein, ich habe Fans. Das sind Fans. Alles treue Zuschauer. Genau, und Fans schlage ich immer zusammen. Maul, bist du eigentlich auf der Gamescom auch unterwegs? Nein, dieses Jahr leider nicht. Du? Ja, ich bin am 24., also Samstag, auf der Gamescom für 3 Stunden und danach auf dem Videoday. Okay. Wir haben ein bisschen Projekte da unten vor, also Gamescom machen wir ganz normal, kurz Bilder, ein bisschen Videos, so mal Rundlauf durch die Gamescom. Ja, können wir uns ja treffen.
Ja, klar, gerne. Also ich treffe mich auch mit einem Aufnahmepartner, mit dem Blackman. Ja, die Meerschweinchen greifen an, die Meerschweinchen greifen an. Ich lieg am Boden, ich lieg am Boden. Das ist mein Bein. Mann am Boden, Mann am Boden, Mann am Boden. Zombie am Boden. Ihr müsst übrigens, wenn ihr aufeinander haut, ein bisschen aufpassen. Ja, weil sonst damit haut das nicht wie letztes Mal passiert. Ja, sonst knüppelt ihr euch gegenseitig nämlich nieder. Ja, das kann der Palusa ganz gut. Ja. Nein. Doch. Eindeutig. Boah, jetzt drehen die ja voll am Rad hier. Komm, nur weil es so schön ist. Ich will es einmal zu... Okay, dann nicht. Bevor du deine Mutti zerschießt. So, dann schauen wir mal. Dann laufen wir hier so ein bisschen querfeld ein, weil auf der Straße laufen ist immer so ein bisschen gefährlich wegen den anderen Spielern. Aber nur ein bisschen. So dezent. Und so als Gruppe rumlaufen ist besser? Ja, dann, ja schon. Dann schießen sie drei nieder. Eben. Das ist. Wenn sie sehen, dass wir stark bewaffnet sind. Kann mir einer zufällig sagen, warum oben rechts auf einmal FPS angezeigt wird, obwohl. Das kannst du dir anzeigen lassen. Welche Taste? Ich weiß nicht. Nee, es ist im Spiel generell so, wenn der Server oder die Internetverbindung zum Beispiel sehr niedrig ist, also dass du einfach eine niedrige FPS-Zahl unter 20 hast, dann werden die dir angezeigt. Das ist einfach so eine Information, dass es sozusagen hacken könnte. Ist manchmal ein bisschen ganz hilfreich, denn dadurch backen manchmal nämlich die Zombies. Und da muss man natürlich, wenn man eine niedrige FPS hat, was weiß ich, so unter 10 oder so, muss man wirklich aufpassen, weil sonst machen die wirklich mal so drei Schritte statt einen und stehen vor dir. Aber ja, bei Tag Fraps, hat... Fraps sagt mir nämlich, ich habe 34 FPS und das andere auf einmal nur 15 und 20. Ja, also ich glaube, Fraps nimmt es halt sozusagen mit 34 auf und das Spiel hat sozusagen halt nur gerade, jetzt sind wir ja wieder im über 20er Bereich, was halt einfach nur sozusagen die Flüssigkeit, im Prinzip ist es sozusagen dein Ping. Okay. Also kannst du als Ping sozusagen deuten, hoher oder niedriger Ping in dem Fall ist halt ein schlechtes Spiel oder ein schnellerer Ton. Umgekehrter Ping. Ja. So, ich komme jetzt so ein bisschen vor wie in einer Wanderschaft, so mit ein paar Freunden, einfach mal zelten, ach, hey, ja, ja, hey. Mammut, hast du das Zelt dabei? Shit, wir müssen nochmal umkehren. Verdammt. Aber ich habe ein Feuerzeug, gerade aus der Minecraft-Aufnahme mitgenommen. Gib's mir. Gib's mir so mein Ort. Feuerzeug. Nein, du brennst wieder den Wald ab. Na und? Vielleicht gehen ein paar Zombies drauf. Ja, der zielt auf mich. Nein, der guckt nur, wo du bist. Ja, ja, ich wollte nur mal gucken. Ja, also wie gesagt, ich bin auch auf der Gamescom. Mich kann man eigentlich recht einfach erkennen. Ich habe ein T-Shirt an mit Palusa IP. Und wow. Ich bin alle Tage da, selbst den Mittwoch. Und okay. Ja, gerne. Also ich komme am Samstag früh um 9.30 Uhr oder 9.15 Uhr, glaube ich, in Köln Dolz an. Ja. Und treffe mich dann mit einem Blackman MP, ist ein Aufnahmepartner von mir, und dann wollten wir irgendwie noch ein bisschen kurz nappen, frühstücken, vielleicht beim Bäcker oder so, und dann auf die Gamescom, und ich werde mich dann so gegen 1 Uhr bisschen abseilen, weil ich da mit drei anderen YouTubern mich auf dem Video-Day treffe und dann halt so dieses Video-Day 2013, ich bin dabei mit Interviews und sonst was ein bisschen machen. Mhm. Dann schauen wir mal, ne? Genau. Auch auf die Gamescom. Ja, ganz ehrlich, kannst ja kommen. Ja, ich muss ja arbeiten. Mein Gott, machst du krank. Ich kann nicht krank machen, ich bin Chef. Gerade dann. Auch Chefs sind mal krank. Nein, Chefs sind nicht krank. Sollten halt jetzt nicht unbedingt deine Untergebenen, sage ich mal, dein Let's Play gucken. Das ist dann ein bisschen tun sie ja nicht. Hoffe ich. So, Mammut LP live auf der Gamescom. Ich bin krank. Ja, so läuft's manchmal. Und deine Arbeitskollegen, deine Untergebenen, ja, die machen dann auch nur krank, um dich zu treffen. Hinterher bleibt der Laden dicht. Ja, ist oftmals nicht das Schlechteste. Ja, das stimmt natürlich.
Oh, Wasser. Oh, toll, Wasser. Ja, toll. Ich hab Wasserkneckebrot. Yay. Was?